230 Volt Steckdosen im Wohnmobil, liebe Wohnmobilfreunde. Wir sind total entsetzt über die Qualität der Ausführung der Campingsteckdosen, die in den Wohnmobilen, in den Campingfahrzeugen verbaut ist. Herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, heute zum Thema 230 Volt Steckdosen im Wohnmobil, im Camper. Wir haben durch Zufall diese Steckdose ausbauen müssen. So schauen die aus. Diese Steckdosen sind nicht für die 230 Volt so recht ausgelegt, denn wir haben es hier, wir sehen es hier, total verschmolzen. Der Weichmacher ist raus. Die Isolation hier von den Steckdosen hier hinten dran, wo die Anschlüsse dran sind, sind fehlerhaft. Wir tauschen unsere Steckdosen aus. Alles Nähere in diesem Video. Bleibt dran. Viel Spaß. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du dran geblieben bist bei dem Video. Es geht heute um die 230 Volt Steckdosen im Wohnmobil. Egal, ob wir jetzt eine Vorrangschaltung drin haben, ob wir an Landstrom angesteckt sind, ob wir über Wechselrichter das Ganze laufen haben. Denn es geht reinweg um die Steckdosen, um die Qualität. Wir haben es im Anfang schon gezeigt. Hier, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Campingfreunde, ihr seht es, der Weichmacher hier von dieser Isolation löst sich auf. Das Ganze wird wahrscheinlich auch warm oder heiß, keine Ahnung. Es ist hier leicht angeschmort. Die Gefahr ist groß natürlich, dass die Isolation von dieser 230 Volt Steckdose hier aufgeht und die Kontakte hier zusammenkommen. Deswegen beugen wir vor und bauen unsere Steckdosen aus. Wir haben uns einmal umgeschaut auf dem Markt, was gibt es denn für Steckdosen für Campingfahrzeuge, die natürlich auch zugelassen sind für Kfz. Da sind wir auf ein paar wenige gekommen, denn wir wollen auch gleich mit USB und da haben wir jetzt zwei Hersteller gefunden. Wir werden natürlich das unten in der Videobeschreibung mal mit verlinken. Da könnt ihr euch die Steckdosen einmal anschauen. Wir haben uns jetzt Steckdosen ausgesucht. So schauen die jetzt aus. 230 Volt Steckdosen mit zweimal USB. Wir haben einmal einen normalen USB-Anschluss und einmal USB-C. Dann kann man die Steckdosen natürlich noch über WLAN, wer das braucht. Wir haben jetzt eine hier mit verbaut, damit wir die hier zuschalten können über unser Wohnmobilnetzwerk. Da schauen wir erstmal, wie das Ganze funktioniert. Wir werden euch natürlich darüber berichten. Jetzt verbauen wir ganz einfach erstmal diese Steckdosen, die wir hier haben. Und wir verzichten natürlich auf die Klappe, weil die Federn von der Klappe, was wir im Vorfeld hatten, die Klappen, wie wir es hier sehen, natürlich marode sind. Das heißt, die Federn, die hier drin sind, die brechen auch ab. Also brauchen wir diesen Schutz nicht mehr. Das ist auch nicht unsere Qualität. Also lassen wir das weg. Es gibt natürlich welche mit Klappen. Da werden wir das euch auch hier mal mit unten im Video mit verlinken. Und wir haben jetzt hier so eine Abdeckung oben drauf. Wir sehen es jetzt hier nicht richtig, weil wir hier noch die Folie drauf haben. Wir haben jetzt schon eine Steckdose für euch mal verbaut, dass wir das Ganze mal sehen. Aber so schauen die aus. Die Abdeckung hier gibt es in verschiedenen Varianten. Das gibt es einmal in Glas und einmal in Plastik. Also da sieht man groß keinen Unterschied, nur dass halt die Qualität ein wenig anders ist. Wir haben uns jetzt hier für das Glas entschieden und da zeigen wir euch mal, wie das ausschaut, wie wir die eine Steckdose verbaut haben, hier bei uns im Schlafzimmer. Im Schlafbereich im Wohnmobil haben wir verbaut drei Steckdosen. Die haben wir schon ausgewechselt, einmal hinten unter dem Baldachin, unter den Schränken. Und einmal rechts und links haben wir unten hier Steckdosen. Ja, hier sind unsere Steckdosen verbaut, weil wir hier diesen Schutz haben. Diese Steckdose haben wir ausgetauscht schon. Und wir haben zusätzlich hier nochmal rechts und links diese normalen USB-Anschlüsse, die wir jetzt über das EBL mitgeschalten haben. Da sind wir auch sehr zufrieden. Das werden wir euch nochmal mit verlinken unten im Video. Die sind auch relativ einfach einzubauen, denn hier braucht man groß kein Loch zu bohren.
Bei den Steckdosen ist es so, dass das Loch schon vorgefertigt ist, wie wir es hier jetzt sehen. Das ist jetzt eine Funksteckdose. Wir haben jetzt hier einen normalen USB-Anschluss und einen USB-C-Anschluss. Ja, so schaut es bei uns aus. Wir tauschen jetzt vorne die Steckdosen aus. Diese Steckdose, die werden wir erstmal lassen, weil ich hier noch keine Ersatzsteckdose mit bestellt habe. Die muss ich erstmal bestellen. Wir werden natürlich jetzt die Steckdose, die wir hier haben, hier mit einbauen. Wir zeigen das euch. Wir haben hier das Loch schon vorgefertigt von unserer Solaranzeige. Also werden wir das Loch hier auch nehmen. Das Loch ist ein wenig zu groß, aber wir werden das hier schon schaffen mit der Steckdose, denn die wird hier wunderbar reinpassen. Nur, dass ihr das mal seht, wie wir hier die Steckdose anschließen und wie die ganze Steckdose dann auch funktioniert und wie das ausschaut. Wir haben die alte Steckdose mal abgeschraubt und haben mal geschaut, wie hier die Kabel sind. So wurde das beim Wohnmobilhändler eingebaut. Das geht natürlich gar nicht ohne Kabelschuhe bloß zusammengedreht. Das werden wir natürlich hier gleich verändern. Hier haben wir die alte Steckdose. Die fängt langsam auch schon an, so dass hier der Weichmacher rausgeht. Wir bauen das Ganze aber jetzt hier ein. Das Brett, was wir hier haben, das werden wir zur gegebenen Zeit ganz einfach mal mit erneuern. Ich hatte jetzt hier keinen Nullleiter mehr da, keinen Draht. Nicht, dass jetzt hier Beschwerden kommen von den ganz Schlauen. Ich habe das hier gekennzeichnet mit Blau. Das ersetze ich, wenn ich hier die neue Steckdose installiere und da habe, wird dieser Draht hier natürlich ersetzt. Jetzt sind wir hier soweit fertig mit dem Anschließen. Jetzt können wir das hier einsetzen. Also ihr seht, es geht ein bisschen oben drüber, aber wir kriegen das wunderbar ran. Jetzt haben wir hier unsere Platte. Ich habe jetzt hier auf der Platte die Sicherheitsfolie noch drauf gelassen. Die wird jetzt hier ganz einfach von unten reingeschoben und dann von oben drauf gedrückt. So, so schaut das Ganze jetzt aus. Jetzt haben wir hier die Sicherheitsfolie noch drauf, die ziehen wir mal ab, weil sonst kommen wir nicht dran und können das Ganze testen. So, und dann testen wir das Ganze mal. Wir stecken mal hier die Kamera an. Und das Ganze funktioniert. Ganz einfach nochmal zu den technischen Daten. Wir haben ja hier die 230 Volt Steckdose, die ist ausgelegt bis 250 Volt, 16 Ampere. Die USB-Steckdose ist ausgelegt für 5 Volt, 2,1 Ampere. Und die USB-A und C, also die große und die kleine, sind ausgelegt 5 Volt, ist klar, 3,1 Ampere, 9 Volt, 2 Ampere, 12 Volt und 1,5 Ampere, auch bei 12 Volt. Also das sind die technischen Daten jetzt ganz einfach mal hier zu der Steckdose, für was die ausgelegt ist. Das richtet sich natürlich danach, was euer System bringt, euer Wechselrichter bringt, was über die Batterie gespeist wird und so weiter. Ja, liebe Freunde, das war's mal gewesen. Wir haben die Steckdosen ausgetauscht. Ihr habt es gesehen, es geht wunderbar, es geht ganz einfach. Teilweise müsste man das Loch von den vorgefertigten Camping-Steckdosen ein wenig erweitern. Das ist aber minimal gewesen. Hier vorne hat es gepasst, hinten hat es auch gepasst. In Baldachin hinten mussten wir es ein wenig erweitern, weil das Loch zu klein war. Die Steckdosen sind da relativ groß durch das USB. Wen das Ganze interessiert von den Steckdosen her, wir werden das unten nochmal mit verlinken in der Videobeschreibung. Wer uns unterstützen möchte, schenkt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin, tschüss!